Schon Tradition ist es, dass der MGV Eintracht Tudorf vor der Sommerpause ein Konzert im Haus Franziskus gibt. Das Haus ist ein Ort zum Leben und Wohlfühlen für Menschen mit Behinderung. Lass uns wie Brüder treu zusammenstehen, weil noch die Zukunft traumvoll liegt, dass wenn der Tag steigt von den Höhen, ihn dann die Nacht nie mich, dass wir wieder hier sein können, also ich mit dem Chor oder der Chor und ich, und wir sind ganz dankbar, dass wir am Ende des halben Jahres, wenn jetzt die Sommerferien beginnen, hier wieder in diesem schönen Ambiente singen können, und wir wollten heute euch zuerst drei Lieder singen, die wir mit Sicherheit hier noch nicht vorgetragen haben, und zwar Lieder, Spirituals. Die sind ja aus Amerika gekommen, aus den Kirchen von Amerika. Und da werden wir mal ein paar von singen. Das erste heißt, Lord, I want to be a Christian. In my heart, in my
Premiere. Vorhin hat mir Melanie berichtet, sie würde gerne uns was vorlesen. Und das machen wir gerne mit. Dein Gedicht kommt jetzt. Melanie, guck mal, das Gedicht. Nee, du wolltest doch was vorlesen. Mhm. Genau. Die Geschichte von dem Zappelfilm. Sollen wir zusammen lesen? Ja. Die Geschichte vom Zappelfilm. Oh, der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will. Also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was ihm der Vater spricht. Er schaukelt und schaukelt, trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Ganz unverhofft, auf einem Hügel, sitzt sich begegnet der Fuchs und Igel. Halt, rief der Fuchs, du Bösewicht, kennst du des Königs oder nicht? Und weißt du nicht, dass jeder Sünder immer nur gerüstet geht. Im Namen seiner Majestät, komm her und übergib dein Fell. Der Igel sprach, nur nicht so schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weiter. Ein Vogel auf dem Leim. Er flattert sehr und kann nicht heim. Ein Schaf flattert sehr, kann nicht heim. Am Baum hinauf. Weil das so ist. Und weil mich doch der Kater frisst. So will ich keine Zeit verlieren. Will mir noch ein wenig reinquirieren und lustig singen wie zuvor. Der Vogel scheint mir hart Humor. Ja, das war wie gesagt unser Besuch dieses Jahr hier bei euch. Ich verspreche euch, nächstes Jahr um die gleiche Zeit kommen wir wieder. Und ich würde sagen, wir wollen jetzt alle mal gucken, was Herr Hupe gekocht hat. Stichwort, habe ich gerade mal gehört. Also, wie Sie alle feststellen, habe ich heute zwei Funktionen. Ja, gestern, aber da bin ich jetzt schon mit angefangen, deswegen halte ich mich kurz. Schön, dass Sie wieder da sind bei uns. Herr Kalk und Sie sagten eben, es ist eine große Freude, wieder hier bei uns zu sein. Wir bedanken sich für uns. Es ist eine große Ehre, dass Sie wieder da sind mittlerweile. Das ist irgendwie schon. Ja, Tradition sowieso, aber auch eben, wir sind vertraut miteinander, das ist so richtig schön locker und ich finde das jedes Jahr schön und schöner. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ah nee, da darf ich nichts verraten, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall wünsche ich uns eine schöne Zeit jetzt hier. Ich hoffe, Sie haben eine Zeit mitgebracht. Und der Magnus Lammicke vom Bewohnerbeirat wollte auch noch kurz was zu Ihnen sagen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ja. Und wir danken auch für die Würstchen, die ihr uns mitgemacht habt. Und Tradition, dass wir, wenn welche kommen, ihr oder andere, aber ihr habt Würstchen mitgebracht.
euch sind das auch Würstchen so sein, ne? Und Salat da. Danke. Das soll so sein. Bravo.